Wir sind jetzt beim BVB, der ja zum Auftakt gewonnen hat, 1:0 gegen die Kölner. Und auch da haben wir unter den Legenden die kurze Abstimmung auf der Bühne gemacht in Sachen Meisterkampf. Hören wir mal rein. Vorletzte Frage. Wer glaubt, dass Bayern nicht Meister 2024 wird? Herr Sammer, wollen Sie es kurz ausführen? Glaubst du es oder hoffst du es? Nichts von beiden, aber es war logisch. Ja, ich glaube oder hoffe, das ist, spielt ja gar keine Rolle. Borussia Dortmund muss ihren eigenen Weg gehen. Und was die anderen machen, ist egal. Und ich denke dann mal, dass es auch langen könnte, mal ganz oben zu sein. Und dementsprechend entschuldige ich mich nicht, dass ich den Arm gehoben habe. Also Matthias Sammer ja auch als BVB-Berater unterwegs. Insofern wäre eigentlich jedes andere Verhalten überraschend gewesen. Wie ist Ihr Meistergefühl, BVB? Nee. Sie würden... Da muss noch müsste einiges noch passieren. Mich kannst du nur nach dem bewerten, was wir jetzt gesehen haben. Wenn Köln dieses Spiel 2-1 gewinnt, hätte sich niemand beschweren dürfen. Und das war dein erstes Heimspiel. Und dann bist du denn schon durch mit deinem Kader? Dann guckst du, dass, oh, boah, vielleicht doch nicht so. Wie war das? Wie haben wir da ausgesehen? Also für mich, da habe ich stärkere Mannschaften gesehen. Unter anderem den ruhmreichen FC Bayern, aber auch Leverkusen. Also nach diesem Spiel sind sie für mich kein Meisterfavorit. Punkt. Sebastian Allaire ist einer der Spieler, die das ändern sollen. Auch er war am Montag in Hamburg in der Fisch-Auktionshalle dabei und hat sich auf dem roten Teppich geäußert zu dem Duell mit Harry Kane um die Torjägerkanone. I want to say it needs to be. Harry Kane und ich müssen um die Torjägerkanone kämpfen. Ist das nicht der Fall, hat einer von uns beiden versagt. Someone failed, you know. We have to be in competition for this title and of course I will. Natürlich werde ich versuchen, maximal viele Tore zu schießen, damit wir als Team unsere Ziele erreichen. Am wichtigsten ist aber, dass die Mannschaft dieses Jahr einen Titel holt. We will see, but I think the most important is to see the club win something this season. Beeindruckende Persönlichkeit, finde ich. Jemand, der ganz klar ist, der steht, gefällt mir. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Wenn alle so sprechen und alle so auftreten und alle dann auf dem Platz auch so auftreten in Schwarz-Gelb, dann können wir nochmal neu reden über die Titelchancen vom BVB. Aber das, was er sagt, natürlich muss ich, wer denn sonst? Ich bin Mittelstürmer und zwar ein echter noch und spiele bei einem der Clubs, die den Dortmund wieder nicht irgendwo durchgereicht werden, sondern die werden schon unter den ersten vier sein, spiele da oben. Das heißt, wir werden des Öfteren mal ein bis zwei Tore schießen. Und das wäre das merkwürdig, wenn da nicht die Nummer 9 drauf stünde. Und genau dasselbe bei Harry Kane. Das ist das, was Dortmund braucht. Er muss die Tore schießen, aber sie müssen sie ihm auch irgendwann mal auflegen. Gegen Köln hat er wenig Chancen. Sebastian Allaire, liebe Fußballfans, ist mit dem Sonderpreis der Chefredaktion ausgezeichnet worden, weil wir finden, dass sein Umgang mit dem Hodenkrebs wirklich eine Inspiration für viele ist. Die Offenheit, wie er dieser Diagnose begegnet ist und den Kampf, den er zum Glück sehr, sehr erfolgreich gekämpft hat. Und wir haben ihn auf der Bühne gefragt, ja, ob ihm dieser Kampf um sein Leben, den er gewonnen hat, ob ihm das geholfen hat, mit so einer sportlichen Enttäuschung dann besser umzugehen. Denn wir wissen ja, am letzten Spieltag hatte er es auch als Elfmeterschütze mit auf dem Fuß, den BVB zum Meister zu machen. Und da kam eine sehr überraschende Antwort. Unfortunately, this pain was even more than. Leider tut das sogar mehr weh als die Krankheit. Auf so etwas kann man sich nicht vorbereiten. Wir haben viele Leute um uns herum, die uns unterstützen, und es ist ein Traum, deutscher Meister zu werden. Deshalb saß der Schmerz sehr tief. So, it's also a dream for everyone to, I mean, for all the players to win the Bundesliga. So, und was mir passiert ist, das ist das Leben. So etwas kann man nicht ändern und man muss es einfach durchstehen. Das war einfacher. You can't change it. It's something you need to go forward and you need to, you know, just make it. So, this was simple, but that's it. Hätten Sie die Antwort erwartet, Herr Reif, dass er sagt, dieser,
diese vergebene Meisterschaftschance, die hat mehr wehgetan in dem Sinne als die Krankheit, als der Krebs? Im ersten Moment dachte ich, was für ein Unsinn. So. Und danach, aber wenn ihm du zuhörst, sagst du, das habe ich persönlich, das hat man mir gesagt, meine Diagnose, dann habe ich gekämpft und dann habe ich das Ding besiegt. Und das andere war kollektiv, und wir erinnern uns noch daran, in welchem Prärausch ganz Dortmund schon war, wo geht der Siegeswille rund um Borsigplatz, wie rum fahren wir und was alles, was und für die Region und für den Club endlich und für die Bundesliga und für den deutschen Fußball, ach, für die ganze Welt, wenn Dortmund dann endlich mal Meister wird. Und das vergeigen sie dann in so einem letzten Spiel. Dass das ein fürchterlicher Absturz war, und da konnte er machen, was er wollte. Es hat irgendwie nicht funktioniert. Er war mit dabei, hat den Elfmeter verschossen, hat eine Chance vergeben, oder war mit in der Verlosung, glaube ich, beim ersten Tor, im Gegentor. Also Dinge, ja, also nicht so hoch hängen, pass auf, das nicht bewerten. Das natürlich ist ein persönliches, das hätte ihn das Leben kosten können. Da ist, also nach meinem Dafürhalten, ist selbst eine so vergebene Meisterschaft der Dortmunder dann doch noch vielleicht ein bisschen weiter hinten anzusiedeln. So viel zu Sebastian Allaire. Und jetzt reden wir über Dortmunds Trainer und auch den Co-Trainer. Gab da nämlich eine bemerkenswerte Aussage von Armin Reutershahn, dem Co-Trainer bei Borussia Dortmund. Der sagte über Adeyemi in dieser Woche: Manchmal fehlt mir einfach die Seriosität. Er ist sehr locker manchmal beim Training und ich würde mir wünschen, dass er noch ernsthafter an die Sache herangeht. Adeyemi übrigens saß in der Situation neben ihm. Hat Sie das überrascht oder überrascht Sie das, wenn Sie es jetzt zum ersten Mal hören, mit welcher Offenheit da das Thema angesprochen wird? Er klagt ja nicht ein, dass der ständig über irgendwelche Stränge schlägt oder dass er sich gegen Mannschaftsinterner, gegen irgendwelche Kodizes versündigt, sondern das ist ein kleiner Bengel noch mit einem Lockenkopf. Und offenbar, so wie er sich nach außen gibt, so ist er noch. Das ist auch das Vorrecht der Jugend. Das ist allerdings das Vorrecht eines Armin Reitershahn, der wirklich schon lange im Geschäft ist. So einem Jungspund zu sagen, pass mal auf, Kamerad, das ist ein bisschen ernster, das Ganze hier. Aber alle locker, ich weiß, ihr Jungs seid heute anders, als wir früher waren. Alles früher war alles besser. Also das und er redet ja nicht vor, und gerade weil er nicht hintenrum über ihn redet, sondern so geht man mit jüngeren Menschen um, weiß ich nicht, wie gesagt, mir wieder als Vater mit dem Sohn, das sage ich dem ins Gesicht, hey, du bittest alles, ich finde es auch lustig. Es ist wirklich kurios, dass Sie genau das sagen, Herr Reif, denn nahezu wortgleich äußert sich Edin Terzic, der Trainer des BVB, als er genau darauf angesprochen wurde, was er denn dazu sagt, was Reutershahn da Richtung Adeyemi gesagt hat. Ja, wichtig ist ja, dass, ich habe das auch gelesen, ich habe es noch nicht gesehen, das war, glaube ich, am Dienstagabend beim Binkhoffs Ballgeflüster, darauf spielst du an, ist das richtig? Ja, und Karim saß daneben, richtig? Okay, ja, das ist ja extrem eine wichtige Information. Er hat nicht über Karim gesprochen, ja, sondern Karim, ja, Karim saß ja daneben, und Karim hat das definitiv nicht zum ersten Mal gehört. Und ich kann Armin da komplett unterstützen. Das ist etwas, in Karim steckt ein unglaubliches Potenzial, was wir immer wieder sehen, an jedem Tag hier im Brakel. Aber wir wissen halt auch noch, dass da eine Form von Konstanz und Effektivität noch dazu kommen muss, und die haben wir in Angriff genommen, gemeinsam mit dem kompletten Trainerteam und auch mit Karim. Das sind keine geheimen Gespräche, die wir da mit ihm führen, sondern da gehen wir offen um. Und das ist ja auch der Weg, den er gehen wollte. Er hat sich bewusst für uns entschieden, weil er hier den nächsten Weg und die nächsten Schritte machen möchte. Und das ist etwas, was wir in sein Spiel reinbringen wollen. Und daran erinnern wir ihn jeden Tag im Training. Also auch Terzic wirbt dafür Verständnis, aber auch er macht diesen Punkt nochmal deutlich. Ja, aber das ist ja die... Hört er häufiger hier, und jeden Tag arbeiten wir da dran. Ja, und das ist die Königsdisziplin bei so jungen, solchen Talenten und so solchen Jungs in dem Alter, ihnen die Flausen zu lassen.
Damit wenn sie so Fußball spielen, die Flausen das ja, auch manchmal und besser machen? Ja, was willst du denn machen? Wieder zu irgendeinem, da waren wir vorhin bei den Hierarchien, zu irgendeinem Funktionsträger, der die ganze Leichtigkeit verliert. Nein, das ist die hohe Kunst, ihn dazu zu bringen, mit all seinem Potenzial und seine Fröhlichkeit und seine Spielfreude und die auch unseriös zuweilen sein darf. Das ist so ein negativ besetztes Wort, das ist auch nicht gemeint, sondern ein bisschen mal an der richtigen Stelle, das ist wichtig, dass diese Jungs, aber das ist deren Vorrecht, dass sie noch nicht so weit sind, dass diese Jungs an der richtigen Stelle wissen, so pass auf, jetzt ist gerade nicht lustig. Jetzt geht es gerade nicht darum, lustig an die Sache ranzugehen, sondern ich behaupte immer, im Leben gibt am Tag gibt es so, weiß ich, 10 Minuten, die sind ganz wesentlich. Da ist auch kein Jokus. Danach können wir wieder Spaß haben. Und das wissen Ältere, Thomas Müller, der Spaßvogel, der, gucken Sie sich den mal an. Genau, das ist das beste Beispiel. Der weiß genau, wann gerade nicht lustig ist. Aber der Rest ist tralala und hopsasa. Und der junge Mann muss das noch lernen. An welcher Stelle ist gerade, wo sind wir gerade? Und das nichts anderes meinen Terzic und Reutershahn. Nun habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt an die Diskussion, die wir im Frühjahr hatten, als Matthias Sammer sich über Jude Bellingham geäußert hatte und den damals noch möglichen Wechsel zu Real Madrid, der ja dann auch vollzogen wurde. Da hatte Sammer gesagt, er würde dort eine bessere Erziehung als in Dortmund bekommen. Als ich jetzt so gehört habe, so bei Adeyemi, der hört von uns häufiger, was da alles weg muss. Trotzdem einmal so nachgehakt, kann es sein, dass die Dortmunder Trainerführung da noch nicht so den richtigen Weg gefunden hat? Wie packen wir diese 19-, 20-jährigen Supertalente mit Weltklasseveranlagung an, damit es dann genau diese Seriosität in jedem Spiel zu 100% gibt? Das Eis wird dünner, aber nehmen wir es mal. Für mich oder? Nee, ich merke schon. Nein, schauen Sie. Es wäre doch auch Irrsinn, wenn Edin Terzic. Lass mal Armin Reutershahn ist Co-Trainer, aber Edin Terzic als Verantwortlicher. Wenn der schon die Erfahrung hätte, die Carlo Ancelotti bei Real Madrid hat. Nehmen wir es nur mal als Figur. Und wenn Sie Terzic fragen, das ist ein intelligenter Mann, der würde sagen, ihr habt wohl nicht alle. So, nächstes Thema. Punkt 1. Punkt 2. Weil er es genauso sieht. Ja, selbstverständlich. Punkt 2. Real Madrid. Dort sitzen in der Kabine von Groß über Modric und wer da alles noch so rumhockt. Jetzt kommt Jude Bellingham. Dass das so super funktioniert, ist jetzt im Nachhinein, ist toll. Aber das meinte doch Matthias Sammer. Bei uns in Dortmund, weil wir nicht Real Madrid sind, kann der vieles machen, was er möglicherweise an Seriosität im Spiel, an Positions Akkuratesse, all viele Dinge, ja, mit wir haben ein deutsches Wort gesucht und dann ist immer vielen die Flucht ins Ausland. Das kann der dort nicht, das meinte Sammer mit Erziehung. Dort erzieht sich das vieles von selbst, weil so ein Bellingham sagt in Dortmund, ich bin hier und das hat ja lange genug funktioniert, halbwegs. Hier bin ich König der Reußen, aber dort, wenn ich da in die Kabine komme. Aber siehe da, sie nehmen ihn mit offenen Armen auf, aber er wird sich benehmen müssen. Dort wird ihm keiner sagen, ein bisschen mehr Seriosität, also vom Trainerteam. Das braucht keiner zu sagen. Sondern da gibt es von Toni Kroos, gibt es mal eine zwischen die Lichter oder ein kurzes Augenbrauen hochziehen bei Luka Modric. Das meinte Sammer und das ist in sich schlüssig. Gut,